Jo, willkommen zum nächsten Part. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe heute so viel aufgenommen wie noch nie. Wie noch nie in diesem Spiel. Oder generell, ich weiß es nicht. Weil meine Aufnahmesessions sind ja in der Regel ohne Pause nicht ganz so lang. Aber so richtig Pause habe ich jetzt noch keine gemacht. Und ich bin immer noch am Aufnehmen. Und ich habe jetzt, ist jetzt das 11. Video am Stück. Also, das Spiel hat Potenzial, was mich angeht. Und es regnet. Ich habe jetzt einfach noch gewartet, ein paar Sekunden, bis die Moon weg ist. Weil diese Minute, die kann man sich dann auch wirklich sparen. Konnte ich eigentlich meine Notizen noch mal ein bisschen durchsuchen. Und so Sachen. Jo, 70 Tomaten. Ja, komm, 3 Tomaten. Alles klar, machen wir es halt richtig. Ja? Wir haben jetzt 3 Tomaten gemacht. Und danach machen wir 3 andere Sachen, wenn die alle fertig sind. Das ist doch super. Jetzt da sowieso so oft regnet, geht das alles viel schneller. Und wir müssen sowieso... Hat die Regenwolke genau dann geändert, als ich... Jo. Es gibt keine größeren Fische mehr im See. Ich warte, bis die kleineren größer geworden sind. Alles klar. Da hatte ich schneller getippt als nachgeguckt. Huh. Es ist schon anstrengend. Das muss man sagen. Aber wenn es Spaß macht, kann es natürlich auch mal ganz schnell passieren, dass man da in den Flow reinkommt. Das hatte ich aber bei Hidden Time genauso mal eine Zeit lang. Und bei Shanté. Habe ich eigentlich auch noch ein Shanté-Spiel offen, was ich noch nicht gespielt habe. Nein! Genau das wollte ich verhindern. Ich wollte mich eigentlich rumdrehen, schieben und dann habe ich aus Versehen auf Schneiden gedrückt. Macht aber nichts. Ich kann nämlich so eine Ankh-Pappel wieder neu sehen. Das ist okay. Hoffentlich gibt es eine weitere Quest. Mr. Locke. Ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Oh, komm schon, ernsthaft. Warte mal, kann ich Moon rufen? Schade. Ich dachte, die könnte ich jetzt rufen. Und irgendwas triggern. Ach, Locke, dass du jetzt immer noch nichts zu sagen hast, ist ein bisschen ärgerlich. Nehme ich nochmal einen Eimer Wasser. Nein! Nicht kaputt machen! La 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 la. Oh, sind doch beide da. Ist es ein Zauberer? Ja, das ist mein Freund Locke. Er hat mich gelehrt, die Tränke zu machen. Mein Ruhm eilt mir voraus. Interstellare Patrouille würde gern sie einstellen. Interstellare Patrouille würde sie gerne einstellen. Hm, warum? Ich vertraue diesen eurem komischen kosmischen Dinge nicht. Nach den jüngsten Ereignissen glauben wir, dass die dunkle Magie eine echte Bedrohung sein kann. Wir müssen mehr über die Kristalle und ihre Formeln erfahren. Okay, wenn ich mit etwas helfen kann, könnt ihr euch auf mich verlassen. Danke. Wir sehen uns im Stabsquartier. Unser Computer Weiß X wird sich auf Sie freuen. Muss ich mit der Maschine sprechen? Keine Sorge, ich bin überzeugt, dass Sie viel daraus erfahren können. Okay, die Übersetzung ist grottig. Es gibt eine Übersetzung, ja, aber die ist echt grausam. Hey. Du hast all meine Aufträge beendet. Ich habe keine weiteren Infos für dich. Super. Gut, Moon abgeschlossen. Wunderbar. Nein, Locke!
Okay, 86%, 94%, 92%. Es läuft wirklich. Wir kommen am Ende, das ist immer so ein Hin und Her. Wir sind auf der einen Seite, sind wir einmal richtig schnell vorangekommen. Auf der anderen Seite kann es natürlich, stockt das auch so ein bisschen. Oder hat es auch mal gestockt. Aber ich bin zufrieden. Man muss ja am Ende nicht alles durchrushen. Also man muss ja nicht alles relativ schnell sich abverleiben, sondern man kann auch mal ein bisschen die Ruhe genießen von dem Spiel. So, 2 Minuten noch. Alles klar, dann. Och, Bom, hier. Ja, wenn es nicht so goldig wäre, würde ich sagen, du nervst. Mach mal Platz. Lass mal Papi hier gießen. Guck sie an, das kleine Ding. Das kleine Vieh. So, können wir hier noch irgendwas machen? Nö, da fehlt noch was. Hier haben wir alles. Wunderbar. Und hier fehlt noch eine Sache. Bin ich mal gespannt, ob wir das freigeschaltet kriegen diesmal. Weil beim letzten Mal hat es irgendwie ein bisschen rumgebackt. Also da gab es einen kleinen Fehler gefühlt, dass ich nicht alles freischalten konnte. So, 78, 81. Machen wir hier nochmal 3 Sonnenblumen. Kohl bekommen. Schön. Supi. Ich habe immer noch Hunger. Aber ich kann einfach nicht mehr. Also ich glaube, ich ziehe es jetzt durch und dann mache ich einfach eine große Pause. Habe ich dann auch das Gefühl, dass ich mir die Pause mehr verdient habe, als wenn ich jetzt schnell aufhören würde zwischendurch. Zumal es auch echt sein kann, dass man nach einer Weile... Boah! Das ist mies! Zum Glück verfolgen die mich nicht über den gesamten Planeten. Hier muss ich aufpassen. Baum, hilf mir! Hey, Quatsch. Ich nehme jetzt noch einen Heiltrank. Und dann ist alles wieder fit. Hätte ich noch nicht mehr wirklich gebraucht. Das waren aber viele Feinde jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also langsam wird es echt Zeit für ein Schutzgebet. Ich meine, klar, ich freue mich über die EXP und ich freue mich über das Level-Up, aber das muss ja jetzt nicht dringend sein. Ja, so ein kleiner Gnom. So, jetzt ist wieder Ruhe im Karton. Jetzt esse ich nochmal hier so eine Ankpappel. Nochmal Schafsmilch ernten. Supi. Wunderbar. Ja, abgeschlossen bedeutet Bram, Locke, der hat am wenigsten der Locke. Und wir müssen warten, wie der Goliath zurückkommt von seinem Piratenrennen. Ach, Moon. Du hast doch nichts mehr zu tun für mich. Na gut. Gehen wir nochmal im romantischen Mondschein eine Runde angeln. Nein, ich habe keine Köder. Gut, dann wird daraus nichts. Dann gibt es nur ein freundliches Hallo. Hey. Hi. Du hast all meine Aufträge beendet. Ich habe keine weiteren Infos für dich. Supi. Du. Jo, das haben wir auch komplett. Das haben wir geheime Informationen. Prinz Nummer 3, ich glaube, da wird auch Prinz Nummer 3, Name Aki. Alter 13 Jahre alt. Im Jahr 75 fiel der Kleinplanet Alma Quadrant 4 in sich zusammen und setzte das Element Leben frei. Zeugin Lilly. Okay. Ist das vielleicht der Kleine? Der Prinz von... Der Dämonenprinz vielleicht?
der von der Spinne irgendwie kontrolliert wurde, den wir befreit haben, der aber keinen Planeten mehr hat. Ich weiß es nicht. Es wäre schön, wenn man die Spinnenkönigin besiegen könnte, aber ich glaube, das ist so ein Gegner, der sich, so ein Bösewicht, der sich über die gesamte Spielereihe zieht. Und ich glaube, da gibt es mehrere Spiele davon. Ja, warum nicht? Also mit Dalen haben sie was Schönes gemacht. Wenn sie da 3-4 Spielereien, wenn sie daraus eine Spielereihe machen, mit 3-4 Spielen, würde ich auch nicht nein sagen. Es ist halt nur schade, weil ich nicht weiß, wie die anderen heißen. Muss ich mal gucken. Ich glaube, indem ich noch andere Spiele so rausbringen würde, die würde ich mir echt gönnen. Jo, Moon ist weg. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Zauberer, der Guido und der Zauberer. Also Locke, Bram und Goliath. Ja, kann eigentlich nur noch ernten und essen. Hat sich der Kleine aber echt verdient, sagt denn die Zeit, ja, 11 Minuten. Jo, abwarten und Tee trinken, wirklich, ist wirklich so, 10 Minuten, außer mir gießen, ist halt die Frage, ob wir das wollen, warum eigentlich nicht, wir haben ja Zeit. Nee, jetzt aus Protest. Ist mir egal. Ich gieße jetzt aus Protest. Ich hatte den Eimer schon in der Hand. Und dann fängt es an zu regnen. Ja, super. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass mich das Spiel so ein bisschen trollen will? So ein bisschen ärgern. Na, geht aber schnell. Das ist schön. 7 Minuten, 4 Minuten. Was? Warum braucht er so viel länger? Das ist nicht normal. 3 Minuten, 5 Minuten. Einfach weiter drüber, bis alles fertig ist. So, Locke. Mr. Locke. Ja, wir haben ein Pilzchen gefunden. Das ist schön. Nutzpflanzen müssen doch auch bald fertig sein. Na gut. Einfach mal gucken. Ich meine, wir haben ja alles. Wir brauchen eigentlich auch nichts mehr. Jetzt haben wir eigentlich nur noch diesen Sammeltrieb. Na komm, wollt doch schon sagen. So, da haben wir doch schon locker 70, mindestens sogar mal 80. So, könnten eigentlich Aubergine und 2 Mais, dann könnten wir nämlich eigentlich schon gleich die 80 fokussieren. Und die 70er Reihe überspringen. Ich meine, 3 Stück, 3x7 sind ja 21, also von daher würde das vielleicht sogar bei manchen Sachen Sinn machen. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis einer von den beiden zu Besuch kommt. Von den dreien. Ich finde es sehr schade, dass man die nicht manuell rufen kann. Das habe ich schon mal gesagt, ne? Obwohl, was wir machen könnten, ist die Moon rufen. Den Ankh-Planeten. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ja, ja.
Hallo. Huhn. Wo ist die denn hin? Na ja, komm, ich will auf den Ankerplaneten. Ich brauche noch ein paar Köder. So, dann will ich mit den drei nochmal sprechen. Mit den Yetis. Oder mit den Angs. Immer meine Aufträge beendet. So, nein. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar, mehr brauche ich nicht. Ach, weißt du was? Kostet ja nichts. So, wunderbar. Dann gehe ich immer zur Jut. Gucken, ob es hier Jut geht. Hute, Gute, zu der guten Hute, zu der Hute, der Gute. Geht es dir denn Gute? Und dann meine Aufträge beendet. Yay. 1, 2, 3, 4, 5. Saatgut nehme ich noch mit. Das auf jeden Fall. So, was kann ich dir denn verkaufen? Von denen, ja, kann ich dir ruhig mal 30 verkaufen oder so, paar 20. Milch kann ich dir mittlerweile auch ordentlich verkaufen. Sonst Marmelade, nö. Ist so nicht so viel, ne? Doch, Lachs. Ja, Milch kriegst du schon. Ja, komm, passt schon. So, habe ich eigentlich alles gekauft, was ich brauche. Sollte eigentlich kein Problem sein. Jetzt gehe ich nochmal zu den Weisen, zu dem Midavi. Du hast mir auch nichts mehr zu sagen, ne? Du hast all meine Aufträge beendet. Kann ich irgendwas kaufen? Schutztrank? Nö. Willst du irgendwas haben? Auch nicht wirklich. Eis. Horn kann ich dir ein bisschen was verkaufen. Davon habe ich mehr als genug. Ja, die Diamanten behalte ich. Die Diamanten behalte ich. Schön. Zwei Stück passt. So, das Eichhörnchen, da lasse ich jetzt mal in Ruhe. Jetzt gehen wir strikt zum Raumschiff und fahren wieder zurück. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe neues Pflanzensaatgut. Ich habe neue Köder. Habe ein bisschen Kohle gemacht. Wunderbar. Supi! Ich freue mich. Na warte, du Lümmel. Kriegst nochmal. Ha! Siehst du, ich bin viel zu schnell für dich, Moon. Bis du deine Laser gezückt hast, ist das Ding schon hinüber. Wunderbar. Ist auch der Zeitpunkt vergangen. Ist jetzt die Frage. Will ich noch weiter aufnehmen oder möchte ich wirklich einfach mal skippen? Und erst dann wieder aufnehmen, wenn wirklich mal einer von den dreien gekommen, als Besuch gekommen ist. Das wäre natürlich auch eine super Idee. Während dem Regen kommt sowieso nichts. Nein! Bist du des Wahnsinns? So. Regen. Was sagt denn die Aufnahme? 18 Minuten. Ist noch okay. Schön, freue ich mich. Planet gedeiht. Wir machen einen guten Job. Und wir nähern uns langsam der Vollendung. Supi. Ist auch vier Fische gefangen. Nein! Oh, das ist ärgerlich. Ich habe jetzt falschen Knopf gedrückt und somit das Angeln vermasselt. So, Regen hätte ich gern über mein Maisfeld.
Jo, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Bleibt sauber, anständig, gesund. Und jo, bis dann. Ciao.